Hallihallo, Hallöle, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Spiegellegung. Du und er, oder besser gesagt, er und du, Spiegellegung, ne, ist ganz egal. Wir schauen auf jeden Fall hier auf dich und dein Gegenüber, auf dich und dein Herzensmensch, weil ich weiß, dass ihr die Legung liebt, ne, ihr mögt diese Legung. Und gerade hier bei dem Spiegelblick, bei der Spiegellegung, da kann man nämlich auch ganz gut erkennen, was von deinem Gegenüber auf dich zukommt, was du in die Richtung deines Gegenüber machst, ob ihr gleich denkt oder ob ihr unterschiedliche Perspektiven gerade in eurer, ja, in eurer Energie habt, ne, was ihr vielleicht auch gerade zueinander unternehmen möchtet. Und ja, bedenkt aber bitte immer, es ist ein Allgemeinorakel, ist kein persönliches Reading. Wenn du hier eine persönliche Legung haben möchtest, so ein Spiegelblick, wo du auf dein Gegenüber schauen kannst, was da jetzt gegenseitig so auf euch zukommt, was ihr so aufeinander zumacht, ne, Gedanken, Gefühle, nächsten Schritte, dann kannst du das natürlich auch hier bei mir privat buchen. Na, dazu findest du alles unten in der Infobox. Vielleicht verlinke ich das auch nochmal in den Kommentaren, dass du hier auf meine Webseite kommen kannst und ja, so eine Legung für dich in Anspruch nehmen kannst. So, und ich würde jetzt sagen, ich lege jetzt einfach mal, ihr lieben Männer, schaut bitte, auf welcher Seite ihr euch wiederfindet, ob auf der weiblichen oder männlichen. Und für euch lieben Frauen gilt das natürlich auch. Ne, es kann manchmal sein, dass du dich vielleicht auch hier auf dieser männlichen Seite wiederfindest. So, ich lege jetzt erstmal aus. Wenn du das nicht sehen möchtest, dann kannst du auch gerne vorspulen. Wir machen jetzt wieder den Glückskäfer, weil der so umfangreich ist. Und da würde ich jetzt erstmal ein oder zwei Karten gerne haben. Über was denkt ihr beide denn gerade nach? Was ist euer Thema gerade bei euch beiden? Welches Thema habt ihr gerade zusammen? So. Dann schau mal rein, was hat er denn für Thema gerade so in deine Richtung? Was hast du für Thema in seine Richtung gerade? Bei dir sind sogar vier Karten. Okay, das ist jetzt erstmal der Käferkopf. Dann gucken wir jetzt mal rein, was ist gerade gedanklich bei ihm los in deine Richtung? Also über was macht er sich Gedanken? Was für Gefühle hat er gerade in deine Richtung? Kann ich schon mal sagen, der Mann, also dieser Mensch liebt dich auf jeden Fall. Ne? Das kann ich dir schon mal verraten. So. Okay. Welche nächsten Schritte gedenkt er denn in deine Richtung hier zu unternehmen? So, was denkst du bezüglich deines Gegenübers, deines Herzensmenschen hier? Heieiei. Was fühlst du bezüglich deines Herzensmenschens? Die Karten rollen heute nur so. Und was gedenkst du denn so in seine Richtung zu unternehmen? Ich habe jetzt noch nicht alle gesehen, aber ich kann dir sagen, dieser Mensch liebt dich. Na? So, was wird er denn im Außen auf dich zumachen? Vier Karten bitte. Was wird er im Außen auf dich zumachen? So. Das sind jetzt die Flügel. Das ist der Flügelschlag nach außen, den er auf dich zumachen wird. Und was ist dein Flügelschlag nach außen? Was willst du gerne auf ihn zumachen? Eine noch. Okay, gut. So. Du beschäftigst dich gerade mit Wachstum, mit Beständigkeit oder mit Heilung. Und er beschäftigt sich gerade entweder mit einer Freundschaft, mit einem Festhalten, mit der Treue. Gut. Ich würde jetzt sagen, ich trinke mal noch mal einen Schluck und dann geht's los. Ich kann schon mal sagen, ich bin schon irgendwie so total aufgeregt. Ne? Also, hier ist eine Aufregung mit drin in diesen, ja. Hippeligkeit, also wieder so eine Nervosität. So, was ist euer beiden Thema?
Einmal die vier der Münzen, das ist sich an Sicherheit klammern. Ne? Man klammert sich hier wirklich an jede Sicherheit. Man macht hier nicht alles sofort auf. Ne? Man hält hier vielleicht auch noch vieles zurück, weil man halt hier in einer Stabilität auch sein möchte. Ne? Und das ist gerade bei euch beiden so. Dann sehe ich hier den Ritter der Kelche. Man hat aber hier das Herz schon in der Hand. Kann man sagen. Also man streichelt hier auch sein Herz, man beschützt auch. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass man hier sein Herz auch erstmal beschützen tut. Und das macht ihr gerade beide. Man ist zwar in einer ganz liebevollen Stimmung unterwegs, aber man hält hier noch vieles zurück und beschützt hier vieles, weil man halt einfach nicht verletzt werden möchte. Man möchte halt etwas Stabiles. Na? Okay, hier schützt ihr beide euer Herz gerade. So, was ist los bei ihm bezüglich dir? So, da haben wir erstmal die 9 der Stäbe. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum man hier sein Herz schützen tut. Ne? Also er auf jeden Fall, weil er hier misstrauisch ist und schon viele Narben davon getragen hat. Also er hat wahrscheinlich schon sehr, sehr viel erlebt, hat viel Verletzungen davon getragen, wurde öfters mal verletzt und gestochen. Und bei ihm ist wahrscheinlich schon sehr, sehr viel passiert. Er ist auch sehr gebrandmarkt, wie man hier sieht. Also diese ganzen Narben, die er hier schon davon getragen hat, und das hat er so in deine Richtung. Er möchte, entweder hast du ihn schon verletzt, oder es geht darum, dass er hier Angst hat, dass du ihn auch verletzen könntest und er das so gerade in deine Richtung hat. Und hier haben wir aber auch die 10 der Kälte. Naja. Also entweder versucht er die Verletzung gerade so in deine Richtung wieder in schöne Gefühle reinzubringen, weil wir haben ja hier das perfekte Liebespaar, das perfekte Liebesglück. Oder er, das ist so ein Mix zwischen, ich bin misstrauisch, ich will nicht wieder verletzt werden, aber ich habe trotzdem total schöne Gefühle für dich. Ne? Das ist so ein Hin und Her, ne? Was ihm gerade so in deine Richtung, ja, bezirzt, ne, kann man sagen. Das sind auch ganz tiefe Gefühle für dich mit den Fischen hier und er würde dich am liebsten nur festhalten wollen. Aber er hat hier Angst auch wieder, dass er verletzt wird von dir oder vielleicht auch von vergangenen Themen hier noch und ist da halt trotzdem noch ein bisschen misstrauisch. Ne? Man hat halt schon viele Wunden davon getragen, sagen wir es mal so. Aber er spürt auch dieses schöne, innige Gefühl zu dir. So, was hast du in seine Richtung? Ja, du möchtest unbedingt den Neuanfang, ne? Also du möchtest hier Leichtigkeit, du möchtest den Neuanfang in seine Richtung haben. Dann sehe ich hier aber die 4 der Schwerter. Man zieht sich aktuell noch so ein bisschen zurück, ne? Weil man hier nicht so richtig weiß, wo man vielleicht auch dran ist. Man versucht hier irgendwie auch zur Leichtigkeit zu kommen, leichtere Gefühle zu bekommen. Vielleicht hast du ja gerade schwere Gefühle und du versuchst die irgendwie in eine Leichtigkeit zu bringen, ne? Hier habe ich gerade noch mal geguckt. Hier ist der Baum. Man entscheidet sich hier. Man muss hier erstmal eine Entscheidung treffen, ob man das ins Wachsen bringen möchte oder nicht. Dann habe ich hier die 3 der Münzen. Also du möchtest hier schon weiter dranbleiben an der ganzen Angelegenheit, ne? Weil du vielleicht auch diesen Neuanfang unbedingt haben möchtest, diesen Neuanfang mit ihm auch fühlst. Und wir haben ja auch den König der Stäbe. Du brennst für diesen Menschen. Du möchtest umsetzen. Du möchtest, dass ihr vielleicht auch gemeinsam an dieser Verbindung dran arbeitet, dranbleibt. Na, also du möchtest das auf jeden Fall. Er ja auch, er hat hier schöne Gefühle, aber er ist halt schon, naja, in einer Energie, wo er sehr stark verletzt wurde. Na, so. Da wollen wir mal weiter gucken. Was denkt er denn, wenn er an dich denkt? Wenn er an dich denkt, dann geht sein Herz auf, dann gehen seine Gedanken auf, dann hat er Lebensfreude, dann hat er Energie, dann würde er am liebsten das mit dir machen, ne? Und wir haben ja aber auch die Kommunikation. Er denkt an die schöne Kommunikation mit dir. Er würde sich vielleicht auch hier den Erfolg in der Kommunikation mit dir wünschen. Also dieser Mensch, der ist total happy, wenn er an dich denkt, ne? Vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere Gespräch miteinander geführt, aber es sind schöne Gespräche. Es sind Gespräche, die ihm Kraft geben, ja, die ihm ganz einfach total viel Kraft geben. So, was denkst du in seine Richtung? Oh, du bist hier noch ein bisschen blockiert gedanklich in seine Richtung, ne, weil es hier wahrscheinlich noch um eine Trennung geht oder Verletzung. Vielleicht verletzt dich aber auch manchmal die Begegnung,
Ne, das kann auch sein, oder du willst ihn am liebsten sofort treffen. Ne, das kann ja hier auch sein. Ich möchte jetzt mal wissen, warum ist hier diese Blockade in den Gedanken? Die Blockade ist deswegen da, weil dir noch etwas die Freude nimmt. Und was nimmt dir denn die Freude? Warum? Ja, du schaust dir das hier erstmal alles an. Ne? Also du bist hier noch nicht ganz so sicher mit deinen Gedanken. Man sieht ja, du willst hier schon einen Neuanfang, aber hier ist halt noch etwas, hier ist noch ein Hindernis bei euch, ne? Was sich hier aufbaut. Und das nimmt dir hier die Sonne, dieses Hindernis. Es ist hier schwer, irgendwas ist da zwischen euch und das guckst du dir genau an. Ne? Weil es geht hier vielleicht noch darum, sich von etwas abzutrennen, damit man sich begegnen kann. Oder vielleicht ist es aber auch immer wieder verletzend, sich zu begegnen. Ja, ich denke, wir finden dann ein bisschen mehr raus. Ne? Das ergibt dann noch ein Gesamtbild. So, seine Gefühle bezüglich dir. Ja, Liebe. Und mit dem Brunnen, der wünscht sich die Liebe mit dir. Also der hat hier eine ganz tiefe Liebe für dich. Eine ganz, ganz tiefe Liebe ist hier dabei für dich. Also du bist seine Wunscherfüllung in seinen Gefühlen. Du bist das, was er gerne haben möchte. Wir haben hier auch den Bube der Kelche. Ja, liebevolles Angebot. Also ja, wow. Also er hat echt tolle Energien gerade, ne, in deine Richtung. So, was soll ich da noch groß sagen? Das ist Liebe pur. Liebe pur in einer tieferen Ebene. Was für Gefühle hast du? Du hast natürlich Angst. Also bei dir ist es gerade noch schwer, ne? Du hast Angst. Du hast vielleicht auch schon länger Emotionen für diesen Menschen. Und du bist aber auch hier innerlich glücklich, ne? Was ist denn hier noch mit dem Mond? Was ist hier mit dem Mond? Ja, du hast Angst, irgendwie auch mit ihm zu reden, eine Aktion mit ihm zu machen, ne? Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass dich irgendetwas ausbremst. Also dich scheint dir irgendetwas auszubremsen, ne? Dass da irgendwas noch ist. Vielleicht ist da noch ein Partner da oder irgendeine Angst bei dir da, wo du noch nicht so richtig weißt, na, kann ich das machen? Ich habe hier irgendwie Angst, eine Aktion zu machen. Aber ich habe Emotionen für diesen Menschen schon eine längere Zeit. Das ist nicht nur mal ganz kurz, das ist schon eine längere Zeit. Und du fühlst dich aber auch sehr harmonisch, ne? Wenn du wenn du über diesen Menschen denkst, wenn du fühlst diesen Menschen. Aber irgendwas blockiert dich hier noch, ne? Ich weiß nicht, was es ist. Ob das deine Angst ist, ob das hier ist, vorwärts zu gehen, ne, ob dich hier noch jemand anders ausbremst, also irgendwas bremst hier noch. So, jetzt möchte ich wissen, was gedenkt er denn so in deine Richtung zu machen? Oh, hier ist schon mal die Hoffnung, das Glück. Also er hat hier wirklich Hoffnung und Glück, auch die 6 der Münzen, ne, dass hier was ins Gleichgewicht bei euch kommen kann. Aber hier ist noch eine Blockade. Auch er fühlt, er merkt, hier ist noch irgendwas blockiert. Ne? Und ich möchte mal wissen, was ist denn hier blockiert? Was ist denn das hier für ein Hindernis? Ja, hier muss halt wirklich eine Neuausrichtung passieren, weil man hier noch mit nicht so richtig weiß, wo es hingeht. Ne? Also man weiß vielleicht auch noch nicht hundertprozentig, wo es hingeht, was man möchte. Da liegt noch ein Hindernis zwischen euch, eine Blockade zwischen euch. Wir haben hier die 8 der Stäbe, vielleicht in der Kommunikation, dass dann noch was blockiert ist. Also da muss erstmal eine Neuausrichtung geschehen, dass man aus diesem Labyrinth rauskommt. Ne? Man muss erstmal aus irgendeinem Labyrinth hier rausfinden. Ne? Also er weiß auch noch nicht so richtig. Er hat zwar Hoffnung, dass sich irgendwas ergibt in deine Richtung, aber da liegt ein Hindernis drauf und da muss erst eine Neuausrichtung geschehen. Gut, dann fragen wir mal, was gedenkst du in seine Richtung so zu machen? Also du willst auf jeden Fall das Stabile haben. Ne? Also du merkst, da ist ein Halt zwischen dir und ihm, da ist etwas, wo man sich beidseitig verbunden fühlt mit diesen Menschen, aber man muss sich vielleicht noch von etwas anderem trennen. Ja, also es kann wirklich sein, dass hier noch Drittparteien dabei sind, dass sich von etwas noch getrennt werden muss. Vielleicht befindest du dich noch in einer festen Verbindung und musst dich daraus befreien, trennen oder vielleicht auch eher. Ne? Was ist hier mit dem Turm?
Es kann natürlich auch sein, dass du hier erstmal drüber nachdenkst, dich erstmal auch hier zurückzuziehen, ne? Erstmal von etwas Festem mit ihm. Also auch bei dir passiert eine Neuausrichtung. Was ist das für eine Neuausrichtung? Also ihr könnt mal das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wer damit in Resonanz geht. Auf was muss ich hier noch, auf was richtet ihr euch gerade aus? Ne? Weil ihr habt ja schöne Gefühle für euch, aber es geht vielleicht auch noch um eine Trennung von etwas Altem oder irgendwas, was hier euch noch ausbremst, wo ein Hindernis da ist. Also ihr könnt mir das ja gerne schreiben, wenn ihr wollt. Ne? Also hier muss ich noch auf was Altes wahrscheinlich ausgerichtet werden oder auf mehr Stärke. Vielleicht bist du gerade nicht stark genug und brauchst erstmal hier wieder dein Gleichgewicht. Vielleicht seid ihr hier aber auch beruflich miteinander irgendwie verbandelt und da denkst du dir, okay, vielleicht ziehe ich mich hier erstmal so ein bisschen zurück, ne, weil vielleicht wegen Chef oder wegen etwas Altem noch. Also ich merke hier, hier ist irgendwie eine Neuausrichtung, die ihr beide machen wollt. Ne, und da stellt sich ein Hindernis auf. Also das ist krass. Also ich wiederhole nochmal. Ihr denkt beide gerade darüber nach, dass hier die Sicherheit, ihr klammert euch an Sicherheit, macht noch nicht ganz euer Herz auf, ne, für den anderen. Bei ihm ist es so, er hat schon viel Wunden davon getragen, ist sehr vorsichtig, ist aber hier in den 10 der Kelchen zu dir, also in absolut schönsten Liebesgefühlen. Bei dir ist es so, du möchtest den Neuanfang, aber ziehst dich immer wieder so ein bisschen ein Stück weit zurück, willst aber trotzdem dranbleiben, ne, und umsetzen, weil du vielleicht auch diese Anziehungskraft zu diesen Menschen spürst. Bei ihm ist es gedanklich so, er würde gern mit dir reden, kommunizieren. Also du gibst ihm auch ein schönes Gefühl mit der Kommunikation. Bei dir ist es aber so, dass ein Hindernis da ist. Du musst dich erst von etwas trennen, ne? Oder die Begegnung ist erstmal verletzend. Du weißt nicht, wie du hier über dieses Hindernis drüber hinwegkommen kannst. Es geht um Aktionen, die blockiert sind. Also ja, du kannst dir vielleicht auch gerade nicht so richtig etwas machen. Bei ihm ist es so, er hat eine tiefe Liebe für dich, also er wünscht sich die Liebe auch mit dir. Bei dir ist es so, du hast Angst da irgendetwas zu machen, ne, vielleicht auch schon eine längere Zeit, aber bist total harmonisch in seine Richtung, hast auch tiefe Emotionen für ihn, aber es muss halt eine Aktion irgendwie kommen. Ne, bei ihm ist es dann halt so, er denkt in den nächsten Schritten darüber nach, ach, könnte ich doch nur, ich hoffe einfach, dass da was kommt, dass da was ist, aber hier ist halt eine Blockade, irgendetwas ist hier bei euch, was euch hier ausbremst, ne? Und man richtet, versucht sich hier auf diese Irrwege gerade auszurichten, man weiß ja gerade nicht so richtig, wie man weiter verfahren soll, und bei dir ist es so, du musst dich vielleicht noch von etwas Altem abtrennen, oder vielleicht auch eher, ne? Aber ich habe ja das so eher bei dir. Und vielleicht gehst du aber erstmal so ein bisschen mehr in deinen Rückzug, damit du hier wieder in dein Gleichgewicht kommst. Und hier ist eine Neuausrichtung, entweder auf mehr Stärke oder auf etwas Altes, ne, was du hier gerade noch machst. Ach, Gott, oh Gott, ist das wieder interessant. Da muss ich erstmal was trinken. So. So, jetzt wird's interessant. Seine Seite. Was? Welchen Flügelschlag macht er in deine Richtung? Also erstmal schaut er sich das Ganze nochmal an, ne? Vielleicht aus der Ferne, aus der Nähe. Und er hat im Moment noch keine Klarheit, ne? Er hat im Moment noch keine Klarheit und weiß auch noch nicht so richtig, was er sich gerade wünschen soll in deine Richtung. Er würde am liebsten das erstmal mit dir klären und bereinigen und Gespräche mit dir führen, ne? Weil vielleicht läuft hier einiges gerade falsch bei euch und das muss raus, ne? Also die Karten haben sich nicht vor umsonst so aufgedeckt. Also dieser Mensch möchte erstmal Klarheit in deine Richtung haben. Was möchtest du? Was ist überhaupt? Dieser Mensch hat keine Klarheit, weiß nicht, auf was er sich ausrichten soll. Und deswegen ist hier die Ruten, ne, wo man sagt, okay, es muss jetzt erstmal hier etwas geklärt werden, damit hier das Falsche rausgeht, damit das Misstrauen endlich mal rausgeht. Es kann hier langsam rausgehen, das Misstrauen. Es ist ja schon umgedreht, aber es erfolgt noch in einem Gespräch, ne? Also man würde am liebsten gerne mit dir hier reden, um diese Hürde hier irgendwie aus der Welt zu schaffen, ne? Die da noch ist. So, ach Gott. Naja, vielleicht ist es ja auch so, dass du hier drüber nachdenkst, dass er sich noch von etwas abtrennen muss,
ne, damit hier erstmal was kommt und du dich deshalb erstmal zurückziehst. Aber er würde am liebsten mit dir nochmal drüber reden. Ne? Na gut, was möchtest du nach außen in seine Richtung machen? Also erstmal ist hier noch der Verlust, es nagt hier erstmal noch von dir, weil du noch nicht so richtig weißt, was du machen sollst. Die Belastungen werden aber hier Stück für Stück jetzt rausgehen, ne, aus der ganzen Angelegenheit und auch beendet werden. Also entweder ist es für dich stark belastend und du machst erstmal einen Cut rein, ein Ende rein, ne, bei diesen Menschen. Du hast auch hier noch Kummer. Ich möchte mal wissen, was ist das mit dem Kreuz und dem Sarg? Oh, ja. Also du weißt im Moment auch noch nicht so richtig, soll ich daran noch festhalten oder nicht? Ne, hier ist gerade noch dieser Kummer mit dabei und diese Unruhe, ne, die du in seine Richtung hast. Und du willst das beenden, du willst diese Unruhe beenden, du willst dieses Labyrinth beenden. Also du willst das so länger nicht mehr. Ja, du weißt, also ihr wisst gerade beide gar nicht, wie ihr euch zueinander verhalten sollt. Hier ist bei euch beiden ein Mangel. Keiner weiß über den anderen so richtig Bescheid. Keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Na? Ach, du meine Güte. Na gut, vielleicht finden wir ja jetzt hier mit den Under the Roses Lennemore mehr heraus. Also ich möchte zuerst mal wissen, wenn hier dieses Chaos bei euch so ein bisschen beseitigt ist, wie geht's denn dann bei euch weiter? Wie geht's nach diesem Chaos hier weiter? Okay. Ja, Ängste, Emotionen, man fährt noch in die Angst rein, auch noch in Unklarheiten. Danach kann jetzt endlich mal ein Gespräch kommen, ne, wo man über diese Belastungen reden kann und da kommt die Klärung. Es wird etwas geklärt. Was sind das hier für Unklarheiten, die aufgeklärt werden müssen? Es ist noch unklar, ob es hier zu einem Neuanfang kommt oder nicht. Also ihr steht beide noch so ein bisschen im Unklaren. Aber ich sehe, ihr könnt hier Gespräche führen. Ihr könnt hier über etwas reden. Na? Und ich sehe hier, es wird auch aufgemacht. Also hier wird etwas geklärt. Also können wir hier wirklich sagen, es wird sich dann, man trifft dann hier eine Entscheidung, welchen Weg man geht. Und ja, man hat hier tiefe Emotionen und Sehnsucht, aber man tappt hier wirklich noch im Unklaren, ob hier ein Neuanfang, ob noch mal etwas Neues reinkommt. Was ich hier wirklich sehen kann und was mir auch hier reinkommt, das ist, dass man ein Gespräch miteinander führen kann. Also diese Bereinigung, dieses Gespräch wird hier kommen und wo man hier noch mal über die ganzen Belastungen redet, wo man darüber redet, was hier so schwer ist, ne? Und ja, dann kann hier das aufgeklärt werden. Diese Belastungen können hier bereinigt werden bei euch. Ne, das ist jetzt erstmal der nächste Schritt, der bei euch gemacht werden wird. Und dann sehen wir weiter. Ne, dann gucken wir mal nächste Woche weiter, was dann hier mitgeteilt wird. Ne, wie die Sache weitergeht, ob sie überhaupt dann weitergeht, ob das überhaupt dann eine Fortsetzung von hier ist. So, ich möchte jetzt wissen, was möchte er dir sagen? Oh. Ja, er möchte dir sagen, dass er dein heimlicher Verehrer ist und er sagt dir, Liebe, wozu noch Fragen stellen, wenn Liebe die Antwort ist, so ungefähr? Was möchtest du ihm sagen? Och, ne, jede Menge. Du sagst ihm erstmal, wart erstmal ab, überstürze nichts und lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Hab Vertrauen, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Ich habe auch sehr stark die Farbe Pink und Lila vertreten. Und hier habe ich die Vergebung. Vergebe und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. So, dann gucken wir mal noch, was er dir mit dem Liebesorakel noch sagen möchte. Also er sagt dir erstmal, mit dir gehe ich überall hin und ich finde dich einfach süß. Und du sagst ihm, oh Gott, du sagst ihm, hier ist noch ein Geheimnis. Ich bin auf dem Weg zu dir, ich werde dir das hier sagen, ne, ich werde dir hier noch was mitteilen. Dann sagst du ihm, ich liebe dich und du sagst ihm, ich habe Angst. Ich habe Angst. Also irgendwas wird hier noch mitgeteilt werden, ne? Und ich denke mal, vielleicht wisst ihr das ja dann beide. Ich habe so das Gefühl, dass ich noch eine Zeitkarte für euch ziehen muss. Was sagen denn die Zeitkarten noch? Ups.
Okay. Ich habe hier Skorpion. Heile die Wunden in 8 Wochen, 8 Monaten. Also es kann hier wirklich zu Sticheleien kommen. Vielleicht auch in diesem Zeitraum, 24.10. bis 22.11., also Oktober, November. Und da geht es dann um Wunden zu heilen. Die Nummer 8 habe ich auch. Und dann habe ich noch die Nummer 7. Nummer 7 und 8, der Samstag. Du sollst die Freude suchen und beweglich bleiben. Das kann ja auch an einem Samstag erfolgen, ne, diese Sache hier. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt ein ganz, ganz wundervolles Wochenende. Hoffe, die Legung hat euch irgendwas gebracht, gerade in eurer schwierigen Situation, wo gerade die ein oder andere Hürde hier bei euch dasteht. Ich wünsche euch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Alles, alles Liebe. Und wir hören uns dann spätestens am Sonntag mit dem Wochenorakel wieder für die kommende Woche. Ciao.